Bettina. Wir haben den Vorteil beim Theaterspielen, dass wir natürlich ganz viel über Körpersprache gehen können, sodass sie nicht sofort perfekt mit uns sprechen können müssen. Sie lernen sich untereinander kennen. In der Sprachlernklasse sind ja viele Schüler in ähnlichen Situationen. Und sie lernen eben Studierende kennen, die hier schon geboren und aufgewachsen sind, aber zum Teil auch mit Migrationshintergrund hier sind. Also es ist eine ganz große Chance, einfach hier anzukommen. Also das ist schon ein enormer Wechsel. Im Unterricht zu sitzen, da zu sitzen und zuzuhören, als in die Aktion zu treten und auch spontan Redebeiträge zu geben. Nehmen Sie hier noch frei? Nein. Postmann und Bachmann. Nein. Das ist wie ein Probe. Wir probieren unsere Sprache auch hier. Und dann, die Zeit wird schneller. Der Spaß ist am besten im Theaterprojekt. Schön, genau. Das macht mir Spaß, dass ich kann mehr Deutsch sprechen, mehr Deutsch hören und besser verstehen auch und kann ich mein Gefühl manchmal ausdrücken. Als Student bringt es mir so viel, und zwar, dass ich lerne, auf Menschen, die verschiedene kulturelle Herkünfte haben, offener zuzugehen und mich besser mit ihnen verständigen zu können. Ich mache das jetzt zum dritten Mal mit und finde einfach die Erfahrung, also jedes Mal aufs Neue lernt man viele Sachen dazu. Und dafür, dass ich die Sprache kann, finde ich das gut, dass ich hier viel übersetzen kann. Also zum einen bringt es Ihnen ganz konkret die Arbeit mit einer künftigen Zielgruppe als professionelle Sozialarbeitende, geflüchtete Kinder und Jugendliche bzw. Kinder und Jugendliche. Zum anderen bringt es Ihnen natürlich auch ganz viel an selber Ängste überwinden, Grenzen überwinden, aus der eigenen Komfortzone raustreten, sich präsentieren, was sie auch in diversen Kontexten brauchen. Und das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass die Studierenden die Erfahrung machen, dass es durchaus möglich ist, auch mit den ganzen Sprachbarrieren eine ganze Menge miteinander anzufangen.